Wie lautet also eine Kurzformel des Sinns des Seins? Die Seinstruktur ist etwas, das ein kurzzeitiges, bewusstes Erkennen des eigenen Bewusstseins, des eigenen Seins und des umgebenden Seins ermöglicht, um es dann sofort in einen sich selbst widersprechenden unerträglichen einerseits Wissenszustand des Wiedervergessenhabenden als auch nicht mehr Wissen des schon einmal Gewussten von dem gleichzeitigen Verspüren, Erahnen, das mit all dem, was da gerade sich auffaltet als erkennendes Sein, es nichts Essenz sein wird, das nicht zu behalten sein wird, das wieder verschwinden muss, unvermeidlich, unausweichlich. Und zwar radikal, ridikül alles, sodass nur dieser kurze Aufklaffungsmoment zwischen jetzt Daseinsempfinden, in dessen gleichzeitigen sich wieder entziehen und im Boden unter den Füßen weggezogen empfinden, konstruiert oder konstituiert wird, oder inszeniert wird, dies deshalb, um die Einzigartigkeit, die Ultimativität, die Endgültigkeit jedes Moments zu qualifizieren, der nicht als Erkenntnismoment seiner selbst, sondern als Hinausziehensmoment, als Zuschlagensmoment, als Handlungsmoment genutzt werden soll, um von diesem Übergang der selbstartistischen Ei-Betrachtung zum Handlungsmoment in jenen anderen Raum hinüberzugehen, für das das alles aufklaffen gemacht wird, um die dadurch erzeugten Energien zu verwenden, auf jenes zu Verandernde, auf jenes Neutransformierende hin, in dem also nicht das, was wert ist, dass alles, was entstund, wert ist, es ginge wieder zugrund, sondern was in dieser Bewegung, alles, was zugrunde gehen, wieder zerlegt wird, sich entäußerlichen, sich entleiblichen, sich entbeinen wird, wieder einen neuen Grund erschafft. Nein, also alles, was zugrund hier geht, wert ist, dann wieder neu zu entstehen. In Umdrehung, falsch formuliert. Guten Morgen, Tolo. Es hat 16 Grad am Morgen. Wassertemperatur wissen wir noch nicht.